Hallo Jäger und Sammler und solche, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu RPG A Day im Jahre 2017 nach Christi Geburt. Heute geht es um die Frage Nummer 20. Number 20. Die da lautet: Was ist die beste Quelle für vergriffenes Rollenspielmaterial? Mich dünkt, die Antwort wird fast kürzer als der Vorspann. Denn als Antwort gibt es eigentlich nur DriveThruRPG.com. Dort kann man sämtliches Rollenspielmaterial, auch deutsches, als PDF kaufen. Manche Rollenspiele gibt es ja im Original nur als Softcover. Und wer unbedingt will und das nötige Kleingeld ausgeben möchte, kann bei einem guten Copyshop oder einer Buchbinderei die PDF-Datei als Buch binden lassen. Ansonsten wäre noch Amazon zu nennen. Wobei, wenn es neu noch bei Amazon oder einem Amazon-Händler zu finden ist, dann ist es ja noch nicht vergriffen. Wir gehen also davon aus, dass das Produkt verlagsvergriffen ist. Ja? Allerdings sollte man bei Amazon aufpassen, da es dort Honks gibt, die auf die schnelle Mark bzw. auf den fetten Euro aus sind und die verlagsvergriffenen Produkte zwar noch neu, aber total überteuert anbieten. Dann wohl doch lieber zur PDF-Version greifen. Das ist zumindest meine Meinung, obwohl ich ausschließlich gedrucktes Material besitze. Ansonsten abwarten. Es stehen immer wieder alte Rollenspiele in der Pipeline, die neu aufgelegt werden. Wie jetzt aktuell zum Beispiel Torg. Und demnächst auch Fading Suns. Earthdawn ist ebenfalls vor kurzem neu aufgelegt worden. Also, meine lieben Jäger und Sammler, kein vergriffenes Material zu überteuerten Preisen kaufen. Das war's wieder von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg beim Vervollständigen eurer Sammlung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Lefty.